Servus Leute und willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Heute mit einem Auto, was man nicht erwartet hätte, wenn man das letzte DLC-Paket verpasst hat, nämlich den Porsche 911 GT3 RS. Ja, das erste Porsche-Paket ist draußen. Ich weiß nicht, ob es noch weitere geben wird. Es wird weitere Porsches mit Forzaton geben in Forza Horizon 3. Aber auf jeden Fall werden wir hier heute mit dem brachialsten der DLC-Fahrzeuge im Porsche-Paket unterwegs sein. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, welche es noch so gibt, ehe wir mit dem Teil aufbrechen. So, da haben wir unter anderem den Panamera Turbo, den möchte ich mir auch nochmal vorknöpfen. Den Cayman GT4, auch ganz geil. Der 911 GT2 von 1995, der Carrera RS von 73, dann der 718, genau wie der 550 Spider, ein echter Klassiker. Aber ich glaube, das Ding... Dieser Fahrer ist in aller Munde. Das ist mega geil. Wäre das nicht was für deine Aufstellung? Willkommen zurück, Dave. Sie nehmen noch an einer laufenden Meisterschaft teil. So, vielen Dank für die ganzen Informationen. Allerdings habe ich da kein großes Interesse. Und wir müssen 5 Bucketlist-Challenges absolvieren, um einen Porsche GT3 RS 4.0 freizuschalten. Hallo, Dave. Heute ist Forzaton. Drücken Sie die Aktionstaste, um die dieswöchigen Preise einzusehen. Ja, Forzaton, da werden wir heute definitiv mitmachen. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin ja ein mega Porsche-Fan. Also ich finde, Porsche ist ja super und viele Leute, das regt einen dann auch immer auf, wenn Leute zum Beispiel Ruf mit Porsche verwechseln oder so oder Sachen Porsche vorwerfen, wo ich mir dann einfach nur an den Kopf fasse und mir denke, ah, nee, einfach nein. Wenn du ein bisschen mehr über Porsche wüsstest, wüsstest du, dass es nicht wirklich stimmt. Ich finde es einfach faszinierend, was für eine Historie diese Firma hat und was für ein Potenzial sie immer wieder abrufen kann. Und grundsätzlich Ferrari, Lamborghini und Co. mal zur Seite gestellt. Porsche ist schon so das Auto, was ich mir vorstellen würde, was man auch durchaus für den Alltag mal sich holen kann und trotzdem super schnell auf der Rennstrecke damit sein könnte. Denn die Dinger sind robust, die halten lang, die sind schnell, die sind einfach cool. So, vor mir kam da gerade einer raus und ich bin auch froh, dass diese Exklusivlizenz jetzt weg ist von Need for Speed, denn jetzt bietet sich natürlich auch die Möglichkeit hier in mehreren Rennspielen auch Porsche-Fahrzeuge genießen zu dürfen. Begonnen mit Forza Horizon 3 und eventuell haben wir ab dem nächsten Forza wieder standardmäßig von Anfang an Porsche dabei. Denn das ist so eine Entwicklung, die war nicht immer geil, aber wegen der Lizenzkosten durchaus auch verständlich. Ich habe den Namen der KI nicht genannt von unserem Navi-KI. Frag mich, wann die das gemeint hat, gehört zu haben hier. Das ist ein tolles Gefühl, das Ding zu fahren, ne? Ich muss auch sagen, die Kurvenlage, die ist einfach bestechend scharf. Also wirklich, das Auto ist wirklich unfassbar gut und präzise in den Kurven. Man sieht's, mit über 270 haben wir die letzte Kurve durchfahren. Das ist ja unfassbar. So, wir können auch demnächst nochmal gerne ein bisschen Tuning hier reinstecken, aber erstmal diese gute Kurvenlage genießen, ist ja unglaublich. So, so ein bisschen von außen schauen, das Ganze natürlich wie immer in 4K. Okay, da aufpassen. Der Lack, den habe ich mir über... Oje, falsche Taste gedrückt. Den Lack, den habe ich mir über den Shop geholt. Da gab es einen, der ihn in Schwarzgold hatte und in Weiß und Gold. Und ich finde ihn in Weißgold, also Weiß und Gold am schönsten. Ich finde, der sieht hier richtig schick aus. Und da vorne können wir, glaube ich, mal ganz gut ein bisschen die Performance in den Kurven testen. Diese Blitzerzone, die ist nicht ohne.
Wenn ich ein bisschen anders angefahren wäre, hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit durchnehmen können. Aber die Kurve funktioniert voll. Warum auch immer der Jaguar gerade vor mir war. Die Durchfahrt war super. So, bergab geht's auch über 300 und die Bremsen. Das ist halt unfassbar. Was für ein Performance-Paket das Ding ist, ey. Das ist einfach so ein kleines Päckchen, was einfach perfekt für die Straße gebaut ist. Und ich frage mich, warum die KI nicht passende Autos fährt. Ich habe gerade das Auto gewechselt. Hab den DLC runtergeladen und zack, direkt begonnen zu zocken. Und ich habe mir überlegt, in nächster Zeit ein bisschen mehr Forza Horizon 3 zu bringen. Bis dann weitere Rennspiele kommen, in die ich auch ein bisschen Zeit reinstecken möchte oder mit denen ich ein bisschen Zeit verbringen möchte, um das ein bisschen anders zu formulieren. So Games wie zum Beispiel, ach, was haben wir denn da? Dirt 4, MotoGP 2017 kommt auch noch raus bald. Huch, da war hinten ein Hund oder ein Coyote oder whatever, der da durchs Bild gerannt ist. Und ja, solange die noch nicht draußen sind, ich denke 2 bis 3 Mal pro Woche. Wie klingt das? Wir fahren gegen Regera, krass. Gut, auf der Geraden verlieren wir ein bisschen. Die doofe Viper, ey. Ich habe das Auto sogar durch die Viper durchgesehen. Der mit seinem Schlitten, ne? Der kann auch gerne weggehen. Wir haben schon hier 2 Mal aufgehalten. Der hat auch eine extrem nervige Art, Kurven anzufahren. Das ist so total unorthodox. Richtig spät für die Kurven anzubremsen und dann eine mega schlechte Kurvengeschwindigkeit zu haben. Dadurch kostet er einfach nur Zeit für Fahrzeuge, die dann die Kurve richtig fahren wollen. Position macht er dadurch auch nicht gut. So, wir machen Position gut. Der Z4 GTE, der ist auf der Geraden sogar noch langsamer als wir. Die Kurve habe ich nicht vorher gesehen, so dass man da doch schneller durch kann. Der Lycan Hypersport. Bei dem Auto muss ich natürlich immer an Fast and Furious denken. Der ist super gut durchgekommen. 2 Autos sind da hängen geblieben, mega. Natürlich muss ich da immer an Fast and Furious denken, an die eine Szene in Dubai. So, von hinten kommt keiner. Und es ist ein einigermaßen souveräner 7. Platz jetzt geworden. Gab es da noch einen Porsche vor uns? Nein. Aber der Regera ist unter anderem auch in derselben Leistungskategorie. Interessant. Ja, eigentlich in Straßenrennen fast schon ein bisschen stärker noch, weil hier kommt es halt vor allem darauf an, wie das Auto geradeaus funktioniert. Der Porsche ist für die Kurve perfektioniert und da hatten wir das halbe Rennen über ja eine Viper vor uns oder neben uns. Und wir kriegen 4000. Sehr schön. Geile Sache. So, alles nicht schlimm. Ich habe meinen Porsche, ich bin happy. Na komm schon, Chaos Cherry. Das könnte lustig werden.
Aber es geht jetzt doch nicht nur geradeaus, oder? Das könnte nicht lustig werden. Okay, es kommt eine Kurve. In 400 Metern links abbiegen. Es kommt eine Kurve. Ich möchte es ein bisschen stärker betonen. Links abbiegen. Ja, und mit einer guten Abkürzung gewinnt man das. Okay, auf der Geraden merkt man so ein bisschen, fehlt die Power zu den anderen. Das ist schon klar. In allem anderen ist er aber mega gut. Ja, ihr habt es ja gesehen, in den schnellen Kurven kommt man super mit dem zurecht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal bei Surface Paradise vorbei. Da gibt es ja auch immer wieder Strecken, auf denen man gut und gerne auch mal mit einem Auto besser zurechtkommt, was dann ein bisschen mehr Traktion bietet. Warum fährt er im Huerta so langsam? Oh mein Gott! Ach du liebes bisschen, das kam unerwartet. Mal schauen, wie es jetzt bei der Blitzerzone aussieht. Nicht Blitzerzone, sondern beim Blitzer. Na, ah, zu wenig bremsen wollen. Ich will mal sehen, wie viel km/h wir durch die Kurve mitnehmen können. Na, ja, war schon eine Menge drin, aber geht schneller. Nee. 277 unter anderem. Eine Geschwindigkeitsmarke, die wir schon mal überschritten hatten. So, jetzt gucken wir mal. Straßenbahnsprint. Let's go. Extreme Track Toys, da zählt auch unser Porsche dazu. Okay. Gut, und dann vergleichen wir uns auch nur mit Autos, die wirklich eine sehr gute Kurvenlage haben und teilweise auch eine bessere dann als wir. Schauen wir mal. Handling 8.6 ist ungefähr auf Niveau des Aerial Atoms. Hier der R8 LMS hat nur 9.0. Ich hätte jetzt irgendwas im Bereich, ja, weit über 9 erwartet, so wie beim Bentley oder dem BMW, dem Ford GT hier. Aber unter 9 ist interessant. Oh ja, geil, der Nismo. 9.5, der Radical 9.4. So, man muss es aber auch auf die Straße kriegen können. Ich bin mir sicher, das Teil kriegt das alles auf die Straße. Die Bremsen, wunderbar. Ah, die sind hier, glaube ich, bei allen ziemlich gut. Ja, 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 ja. Ziemlich, ziemlich gut. So, egal. Porsche ist durchaus konkurrenzfähig. Ey, das wäre geil, wenn die jetzt noch einen GT3-Wagen oder so hier reinkriegen. Das wäre richtig, richtig schön, weil, hey, wenn man schon die Porsche-Lizenz hat und ein paar von denen umsetzen kann, warum nicht? Der 918 soll übrigens auch nochmal kommen bei Forzaton. Ich glaube, irgendwann Mitte Mai oder so. Ach du liebes bisschen, stimmt, der Ultima ist ja auch dabei. Ja, das ist natürlich das eine Auto, was hier leistungstechnisch weit über allen anderen liegt. Das wird dann nicht mehr lustig. Warum fahren die alle so eine mega strange Kurve? So eine mega komische Linie fahren die alle. What the hell? Wie viel langsamer bin ich da gerade geworden?
Jawohl, das war eine perfekte Kurve für unser Auto. Und jetzt noch eine. Auch ganz okay gekriegt. Surfers Paradise ist minimal laggy, egal was man macht. Ja, passt schon, ist immer noch flüssig genug, dass man es hier angenehm zocken kann. Oh, verdammt. Ja, das habe ich jetzt komplett verpeilt. Immerhin, wir kriegen den Bentley. Ja, passt schon, 7. Platz, wieder ganz souverän. Ach du liebes bisschen, das wird ein Fotofinish. Fast. Ja, gut, am Ende 37.000stel, krass. Ich würde einfach nur die Zahl vorlesen, die bei mir dahinter stand. Ja, 43.000stel, wird schon passen. Ja, es wird nochmal sehr, sehr eng. Ach, vielleicht gewinnen wir jetzt eine Viper. Im letzten Rennen noch aufgehalten worden und jetzt? Komm schon. Ja, das wäre ein super Zufall gewesen, ne? Hätte ich sagen können, alles geplant. Nee. Will mir das Spiel leider nicht gönnen. Deswegen spiele ich es auch nicht so oft. So. Ich finde auch, der Sound ist so gut. So, ganz kurz mal schauen. Wie komme ich jetzt zurück? So, ich habe ungefähr eine Route im Kopf. Denn ich möchte jetzt ein bisschen mehr aus dem Auto rausholen. Und ich werde in der Zwischenzeit zur nächsten Folge nochmal schön im Forzaton unterwegs sein und werde uns da den GT3 RS 4.0 freischalten. Oh mein Gott. Habe ich kurz an der Nase gekratzt. Es ging gerade so noch gut. So, ab in die gute Stube. Und jetzt holen wir uns mal ein bisschen was ab. Was man hier auch noch machen kann. Moment, Upgrade-Helden. Kann man hier irgendwo ein Karosserie-Kit hinzufügen? Oh ja, kann man. Gut, vielleicht gibt es in der nächsten Folge erstmal den GT2 zu betrachten. So, was kann man hier alles machen? Erstmal grundsätzlich schauen. Umbauten, was könnten wir grundsätzlich machen? Ja, wir könnten Allradantrieb einbauen. Wollen wir das? Tendenziell nein. Die Kurvenlage ist ohnehin schon mega geil. Also auch beim Start zum Beispiel. Das Ding dreht ja nicht durch oder so. So, Twin Turbo. Damit kann man ordentlich mehr Leistung rausholen. 60 Kilowatt, was... Also knapp über 60 Kilowatt. Was, ja, rund 90 PS oder so entsprechen dürfte. Ein bisschen weniger. Ja, 80 PS würde ich mal schätzen. Mal 1,3. Ja, haut hin. So, und wo es aber dem Teil mangelt, ist natürlich trotzdem an der Leistung. So, wir haben im Moment 368 Kilowatt. Die genauen PS-Zahlen kenne ich leider auch nicht mehr auswendig bei den aktuellen Serienfahrzeugen. Hab leider keine Zeit mehr, mich damit zu beschäftigen. Früher habe ich mich da stundenlang auf den verschiedenen Seiten rumgetrieben. Von Mercedes, Audi, Porsche, BMW und so weiter und so fort. Damit das alles genauestens durchgelesen und durchgeschaut. Okay, wie viel Leistung hat das Auto? Wie viel Leergewicht hat man? Was könnte man denn da optimieren mit der Ausstattung? Was könnte man dann da von den Häkchen wegmachen, die da grundsätzlich dran sind? So, Offroad-Federung. Das ist das Einzige, was man machen könnte. Wollen wir nicht. Überrollkäfig ist bei so einem Auto immer gut. So, bauen wir den mal ein. Und dabei noch die Gewichtsreduktion. Die Beschleunigung nimmt dadurch ab. Zumindest für 100 km/h. Allerdings von 100 bis 160 sind wir wesentlich besser unterwegs. Das sind ja eigentlich auch die Regionen, wo man oft unterwegs ist. Und genau das will man ja eigentlich optimieren. So, wie schaut es hier aus? Von 0 auf 100 ändert sich da nichts. Aber bis 160, da ist man ein bisschen schneller.
Ah, und ich könnte die markierten Reifen nehmen. Ich finde die nicht schön. Es gab, glaube ich, mal ja, Mitte der 2000er Jahre, Anfang oder Ende der 2000er Jahre, also 2000er Jahre, meine ich. Da gab es, glaube ich, diesen Trend, dass man sich die Reifen so markiert und so. Zumindest bei mir haben das alle gemacht irgendwie und boah, das hat mir nicht so wirklich gefallen. Also manchmal sah es ganz geil aus, wenn du so Dunlop oder so hast. Und das ist halt wirklich ein Auto, zu dem es auch wirklich passt. Aber ich finde irgendwie Forza Horizon weiß markiert, weiß ja nicht so recht. So, ich könnte hier tatsächlich nochmal den Turbo einbauen. Das Ding ist ja, grundsätzlich spricht nicht viel gegen, ne? Also, mit so einer Kurvenlage können wir das wirklich machen. Und wir haben sogar 116 Kilogramm Sprit, ja, jetzt bin ich schon im Formel-1-Modus verfallen. Wir haben 116 Kilogramm ohne Sprit eingespart. 604 Kilowatt, was ungefähr, ja, fast 800 PS entspricht. Das ist ordentlich. Okay, ich sag's mal so, das ist ein ganz anderes Auto. Man merkt es auch so ein bisschen an der Framerate, ne? Die struggelt jetzt ein bisschen mehr bei Surfers Paradise. Deswegen fahre ich auch super gerne in der Cockpit-Ansicht, weil hier ist die Framerate mega flüssig. Auch in 4K und so weiter und so fort. Das habe ich ja ohnehin schon oft thematisiert. Dass das Spiel bei mir in 1440p genauso läuft wie in 1080p und in 4K flüssiger. What the hell? Egal, umso geiler, denn dadurch kam die Idee zustande, machen wir das doch zu einem 4K-Let's Play. Warum nicht? So, let's go. Jetzt verblasen wir die Konkurrenz. Der Start sieht immer noch gut aus. Was machen die denn? Warum lenkt der Typ rechts, links rein? Dem Typen links kann ich nichts vorwerfen, ich wurde einfach in ihn reingedrückt. Oh, da ist ja noch einer. Er lässt sich wesentlich schwerer kontrollieren, aber das ist so ein Auto. Da passen die 800 PS, das ist wunderbar. Oh, verdammt, da habe ich die Kurve. Ja, da habe ich ein bisschen zu spät gemerkt, dass... Ich habe das links als so den Scheitel empfunden. Ich glaube, die Laterne oder sowas. Komplette Fehleinschätzung der Situation. Total überfordert. Moment, das ist der FXX, der da mitfährt. Halten wir hier mit einem FXX mit und holen den sogar noch ein? Ja, also der Ultima ist einfach von einer anderen Welt, also... Fährt jemand ziemlich flott, allerdings eine sehr, sehr enge Linie wieder oder die Kurven sehr weit innen an. Was ich ja immer wieder schon thematisiert habe heute. Das ist scheinbar der Tick, den die KI heute hat. Oh, Divebomb des Todes. Der hat instant 2 Millionen plus unser Auto mit Tuning kaputt gemacht. Ich sag's mal so, wenn ich mich ein bisschen besser anstellen würde, würde ich wahrscheinlich... ...den Dude auch bezwingen können. Also,
das spricht fürs Auto. Gute Pace. Oh mein Gott. Ja, warum sind die denn immer so weit innen, dass man die nicht mal auf dem Schirm haben kann? Leute, warum macht ihr das? Zeigt euch doch. Versucht vorher so weit wie möglich außen anzufahren. Das ist doch der Weg, wie man hier perfekt überholt. Deswegen ist auch Sebastian Vettel mit Ricciardo kollidiert, weil Vettel möglichst weit nach außen wollte. So, komm, natürlich, das Design liken wir auch. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich ins Menü hier gehe und dass ich da lange... Nein, tue ich nicht, sehr schön. Gut gemacht, ja, gefällt mir. Ich nutze sehr selten Designs, ansonsten wüsste ich, dass man sowas liken kann und so weiter und so fort. Finde ich, ist immer sowieso eine super coole Sache. Ich empfehle auch mittlerweile Sachen weiter, so Podcasts oder so, die ich auch ganz gerne mal höre oder sowas. Und ja, ich gehe da mit einem etwas positiveren Gefühl durchs Leben, wenn du jemandem so eine kleine Freude machst und ihm irgendwie ein Like oder so da lässt. Verdammt, das ist mir gerade super unangenehm, weil man könnte es drauf münzen, dass ich das... Oh, verdammt! Einfach nur sage, damit ich euch quasi dazu überrede, dass ihr für dieses Video ein Like da lasst. Seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Fühlt euch zwar nicht verpflichtet, aber naja, whatever. War zumindest nicht die ursprüngliche Intention, das Thema darauf so zu lenken, so ganz sneaky. So, ab quer durch die Stadt. So, und beim nächsten Mal gucken wir uns auf jeden Fall schon mal den GT2 an, ey, da habe ich mega Bock drauf. Und dann GT3 RS 4.0, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, wie die Reihenfolge aussieht, ne? Ich habe auf beide Autos mega Lust. Das war der Hammer. Ja, wir sind schneller als die anderen GT3 RS-Fahrer. Oder der andere. Insofern ganz so einen schlechten Job kann ich auch nicht machen, scheinbar. Ja, also das ist aber auch eine Kategorie, jetzt muss man dazu sagen, die ohnehin sehr mit einer sehr hohen Konkurrenz aufwartet. Also es ist definitiv keine Schande, wenn man hier mit dem Porsche mal unterliegt oder wenn der Porsche mal einem Auto aus dieser Kategorie unterliegt, weil hey Leute, wir fahren gegen GT-Autos, wir fahren gegen Ultima, wir fahren gegen den Ferrari FXXK. Also irgendwann muss ein Porsche auch mal ein Porsche sein. Und mit dem 918er werden wir die alle hier verbraten können. Ne, dann schauen wir uns mal einen kleinen Vergleich zum LaFerrari und zum P1 an. So, und das ist ein... Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, vierter Platz. Ein sicherer vierter Platz. Nein, doch ist es doch. Denn der... Warum hat er so krass abgebremst? Oh mein Gott, nein! Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Ja, drei Autos in nicht mal 2 Zehntelsekunden. Ja, gut. Das kommt davon, wenn man nach hinten schaut und vorne passiert irgendwas, was du nicht vorausahnen konntest. So, oh mein Gott, nein, 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 nein. Und ja, krass. Gut, Leute, damit haben wir den nächsten Levelaufstieg. Ui, und den Mercedes, den haben wir, glaube ich, schon. Ich hätte nichts gegen ihn, wenn er ein zweites Mal in meiner Garage wäre. Aber 90.000 sieht auch ganz gut aus auf dem Scheck. Yo. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen.
wo wir die Diskussion ja, oder wo ich diesen Monolog ja kurz hatte. Let's Play ist ja eigentlich ein kompletter Monolog, aber ja, wo ich das Thema ja angeschnitten hatte, vorhin kurz. Ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, ich würde mich super freuen. Und ansonsten, ouch, sehen wir uns häufiger als sonst wieder bei Horizon 3. Vielleicht schon am Montag, mal gucken, wie ich jetzt den Rhythmus gestalte. Ich könnte mir überlegen, so denken, so also Mittwoch und Samstag definitiv, und vielleicht quetsche ich da noch eine Montagsfolge zwischendurch rein. Und ja, dann kommt das Format immer ein bisschen häufiger. Das Ding ist natürlich, es ist zum einen sehr, sehr intensiv für die für den Speicher, und natürlich, was dann am meisten wiegt, ist es sehr intensiv, das Format für die Prozessor, weil ich den PC halt super lang laufen lasse, um das Ganze hier in 4K und 60 FPS zu rendern. Und das mit einer recht hohen Bitrate. Fast der dreifachen von 1440p60, interessanterweise. Also, ja. Es dauert super lange, bis so ein Video gerendert ist, bei YouTube auch verarbeitet ist und so weiter und so fort. Deswegen muss ich gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme. Ansonsten mindestens zweimal. Damit könnt ihr rechnen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten bei dieser Folge. Hoffe, ihr hattet viel Spaß, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Horizon 3. Macht's gut!